Ja, hallo ihr Lieben. Ich habe gerade auf Insta gefragt, ob es denn immer so dieses perfekte Setting braucht für ein YouTube-Video. Das bedeutet zum Beispiel diesen Hintergrund, irgendwie eine schöne Klamotte anzuhaben und irgendwie eine gute Ausstrahlung zu haben, die ich glaube ich heute nicht so rüberbringe, richtig müde und fertig bin. Ich habe mich das gefragt und habe dann auf Insta echt gepostet, in mich in meinem alten T-Shirt, in meinem super Gammel-Look und habe da ein bisschen versucht, irgendwie habe auch die Frage gestellt, einfach, ob das denn sein muss. Und ich habe schon festgestellt, eigentlich kommt es gar nicht so auf dieses äußere Erscheinungsbild immer an, sondern eigentlich, ich habe auch teilweise Videos geguckt, die waren in super schlechter Qualität. War der Ton auch nicht so gut oder das Bild schlecht, aber es kam mir eigentlich immer auf den Inhalt an. Klar sollte man es verstehen und solche Sachen. Also sollte jetzt nicht ganz grottig sein, aber also wisst ihr auch, was ich irgendwie hinaus will. Ich glaube, es kommt nicht so auf die äußeren Dinge an, sondern eher so auf das, was man versucht, irgendwie rüberzubringen. Also zumindest geht mir das so. Und ich glaube, also viele YouTuber haben halt dieses. Ja, ich will nicht sagen aufgesetzte, aber so geht es halt, so geht YouTube. Also, keine Ahnung, mach den schicken Hintergrund, stell dir da so einen Sessel hin oder so, dann noch eine schicke Pflanze. Also, ich würde das ehrlich gesagt voll gern machen. Hätte ich gern, aber hier bin ich gerade nur zu Besuch, also diesen Hintergrund kann ich nicht immer nehmen. Und in meiner Einzimmerwohnung, da finde ich nicht, da kann ich sowas nicht aufbauen. Also, kann ich nicht machen. Habe ich auch echt keinen schönen Hintergrund einfach. Und ja, deswegen muss ich es einfach so machen, wie es sich ergibt, ja. Und ich glaube, ich kann mich aber damit arrangieren und finde es auch nicht schlimm. Man kann ja auch mal in die Natur fahren. Ich bin auch gespannt, was die Leute dazu sagen, ob denen das wichtig ist oder nicht. Kann ja auch sein. Also, wenn man halt nur ein Video guckt, das halt super gut geschnitten ist, das vielleicht nicht so rumwackelt. Ich schon wieder mein Stativ vergessen habe. Ja, aber irgendwie glaube ich, so bin ich halt. Ich bin nicht dieser perfekte Typ. Das ist es halt irgendwie. Ich mache es halt einfach irgendwie, wie ich denke. Und entweder das spricht dann halt die Leute an, die das gut finden, oder halt dann vielleicht auch nicht. Und ich glaube, es gibt vielleicht schon so ein paar Sachen, die man beachten sollte. Aber. Ich weiß nicht, mir geht es irgendwie um was anderes. Also, wo ich das jetzt angefangen habe zu machen, einfach mal in die Kamera zu labern, das war erstmal schon eine Überwindung. Aber dann habe ich mir gedacht, boah, es machen so viele, es laden irgendwie 1000 Leute irgendwie so viel Zeug auf YouTube hoch. Ach, ist auch schon egal. Und ja, ich glaube, der einzigste Faktor, warum ich mich so ein bisschen abhebe von den anderen, ist einfach, dass ich es. Ja, so mache, wie es gerade kommt, und dass mir Authentizität wichtig ist. Also es ist einfach so zu machen, wie es für mich richtig ist. Und das ist auch spannend, also einfach nicht wieder diesen gängigen Richtlinien zu folgen. Theoretisch müsste ich jetzt langsam mal was sagen, damit die Leute einfach weiter dieses Video gucken, so wie. Ach ja, und ganz am Ende verrate ich euch noch, was ihr machen könnt, wenn ihr nicht so einen Hintergrund habt oder so, keine Ahnung. Oder was ihr dann machen könnt. Und dann gestalten wir mal alles um in eurem Haus und malen die Wand bunt und dann stellen wir da eine Pflanze hin und dann ist alles super. Schaut perfekt aus und ihr könnt euch dann da hinsetzen. Nee, ich weiß nicht. Tja, vielleicht. Schauen es dann einfach Leute nicht ganz bis zum Ende, die es nicht interessiert, dann ist es halt, also ich weiß nicht, dann ist es halt so. Ich finde so authentische Leute irgendwie halt total wertvoll und ich habe mir halt überlegt, irgendwie, wie kann ich das machen und ich mache es jetzt halt einfach so. Aber natürlich bin ich nicht ganz verschlossen gegenüber Tipps oder so. Also das ist ja nicht so, dass ich. Keine Ahnung hätte von Medien. Ich habe es ja mal studiert, wusste aber nicht oder weiß bis heute ehrlich gesagt nicht, was ich damit richtig anfangen soll mit diesem Studium.
Und ja, wie mir das hilft, irgendwie einen, ja, einen Job zu finden, den ich gut finde. Genau. Also, so ist das halt, ne? Ich mache es einfach so. Und ich finde aber das wichtig. Und ich finde, ich weiß nicht, wenn so ein bisschen jeder so denken würde, dass er so wieder seine Einzigartigkeit neu entdeckt. Also es ist ja nicht so, dass es irgendwelche. Ich meine, wer sagt denn, wie was geht? Wer sagt denn zum Beispiel, wie YouTube geht? Oder klar gibt es diesen Algorithmus und klar gibt es, wenn man so erfolgreich sein will, gibt es ganz, ganz viele Tricks. Aber wer sagt denn so, wie was geht? Wer sagt denn zum Beispiel, wie Leben geht? Wer sagt dann, was zum Beispiel ein perfektes Leben ist? Wer sagt dir, was du machen musst, damit dein Leben gut ist? Also wer sagt zum Beispiel, heute rumzuliegen und mal nichts zu machen, ist verkehrt oder so. Also, oder ja, einfach dieses, was ist ein gutes Leben für einen selber und was passt zu einem und was passt nicht zu einem? Und ganz oft denkt man ja, so geht's jetzt. Also so muss ich das jetzt auch machen. Und dann aber halt rauszufinden, so funktioniert es jetzt nicht für mich. Für mich funktioniert es irgendwie anders. Und da ist es ja so, wir vergleichen uns ja auch ganz oft mit anderen Leuten. Also wir wollen dann so sein wie die andere Person. Wir wollen auch das haben, was die Person hat. Zum Beispiel diesen super coolen YouTube-Hintergrund, dieses Studio. genau, oder ja, einfach so Sachen, wo man sich denkt, boah, das hätte ich auch gern. Aber dann zu sagen, ja, passt auch so gerade für mich ganz gut. Genau. Ja, aber das ist schwierig, weil wir haben ja in der Schule schon gelernt, wie wir uns vergleichen, wie jemand besser ist als wir, wie jemand Dinge besser kann, besser umsetzt. Ich habe mal einen witzigen Spruch unter einem YouTube-Video gelesen. Da habe ich so Gitarrenmusik von einem kleinen japanischen Jungen angehört, der, oh mein Gott, der hat so gut gespielt. Und darunter hat einer geschrieben, war so witzig, es wird immer jemand geben, es wird immer einen Japaner, einen japanischen Jungen geben, der noch besser ist als du. Das fand ich so lustig. Aber, also darum geht es ja nicht. Ich fand ja seine Musik in dem Moment super gut. Und ja, das ist es aber so. Es wird ja uns immer eingetrichtert, dass es da immer noch besser geht, ne? Und oh, jetzt kommt gerade ein Besucher, die Katze vom Nachbarn. Hallo! Na du? Die ist immer ganz frech. Die legt sich einfach überall einfach so hin. Ja, ey, übrigens ist voll geplant, voll Cat-Content reingebaut. Jetzt ganz spannend. Guck mal in die Kamera. ja, irgendwas wollte ich. Mit einer Geschichte möchte ich abschließen. Genau, und zwar mit dem Vergleichen. Also, dadurch, dass wir das in der Schule schon lernen, also bei mir war das so, dass mir eine Lehrerin gesagt hat, dass ich eine sehr, sehr schöne Schrift habe. Und eine Woche später hat sie, glaube ich, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie es war, aber sie hat einer Mitschülerin gesagt, dass sie die schönste Schrift der Klasse hat. Und ich stand daneben und dachte mir, boah. Und ich glaube, in dem Moment habe ich irgendwie zum ersten Mal irgendwie gelernt, dass ich nicht die beste Schrift habe oder nicht die schönste Schrift der Klasse. Und dass ich irgendwie. Ja, dass meine Schrift nicht so schön ist, wie wohl die Schrift irgendeines anderen. Und ja, das ist doch irgendwie sehr traurig, weil jeder hat ja eine schöne Schrift. Also. Und jeder hat seine eigene ganz persönliche Handschrift. Und die sollten wir eben eigentlich einfach auch weitergeben. Und da gibt es, glaube ich, kein schöner oder besser. Gibt einfach nur Einzigartigkeit von jedem von uns. Und die haben wir in der Schule halt nicht gelernt. Und wir sollten sie alle wieder in uns selber entdecken. Deswegen, ja, freue ich mich,
Ja, ich freue mich, wenn ihr meinen Kanal abonniert oder wenn ihr das einfach auch bis zum Schluss euch anschaut, auch wenn ich euch keine super Versprechen gebe in der Mitte des Videos. Aber es ist, ja, ich freue mich einfach, wenn jeder von euch die eigene Einzigartigkeit wieder mehr zu schätzen lernt. Und wir sind alle gleich wertvoll. Bis ganz bald. Tschüss.